willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute stelle ich euch noch einen weiteren Manga-Geschäft hier in Hecklinghausen bei Hero Stash. Und da gehen wir rein und schauen uns das Ganze mal an. So, wo fangen wir am besten an? Ja, was interessiert euch am meisten? Der Manga-Bereich dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Mangas. Also wir haben hier separiert die ganzen Neuheiten des Monats stehen. Die haben wir immer alphabetisch sortiert, hier alle von allen Verlagen. Die stehen dann halt immer einen Monat hier, bis dann die nächsten wieder kommen. Und dann geht es rechts danach, geht es dann weiter mit der Backlist. Also alles, was schon länger raus ist, nach Genres sortiert. So, dann haben also wir jetzt, nach Action. Genau, hier ist jetzt mehr dann halt Action. Dann geht es halt hier weiter. Dann kommt Comedy, Fantasy, Science Fiction und so weiter. Dann geht es bis hinten hin. Hier ist leider Mystery, Slice of Life, Romance, Girls Love, Boys Love. Und dann haben wir hier halt ein Regal mit Secondhand. Also hier auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sind Secondhand-Mangas. Was kosten dann die Secondhand-Mangas? Unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie gut die noch erhalten sind, ob das Sachen sind, die man halt noch komplett kriegt oder nicht. In der Regel so ungefähr halber Preis von dem Neupreis, manche ein bisschen günstiger. Okay. Gibt es auch Comics? Comics gibt es natürlich auch. Also hier sind auch noch zwei Drehständer oder drei von Tokyo Pop Stars und EMA. Mhm. Und Comics haben wir dann hier. Hier sind dann auch mal die Neuheiten. Wir haben jetzt hauptsächlich Marvel und DC Comics. Teilweise dann jetzt halt auch mittlerweile, seit wir hier in Recklinghausen sind, auch Comic-Alben. Das hatten wir vorher nicht so sehr, weil die Kundschaft dafür fehlte. Ihr seid auch neu hier. Genau, wir sind jetzt im August erst hier hingezogen, haben hier eröffnet Anfang August und waren vorher 7 Jahre in Gelsenkirchen. Also da haben wir im September 2013 eröffnet und ja, dann den Standort im August gewechselt. Okay. Ist das hier nur eine kleine Menge an Comics? Ja, das ist jetzt halt, wie gesagt, die Neuheiten. Dann haben wir hier die ganzen DC-Comics unten. Okay. Hier geht es dann weiter mit den Marvel-Comics. Hefte haben wir halt hier drin. Ansonsten die ganzen Paperbacks. Ist das hier auch so in einer Verlag sortiert? Oder? Das ist alles Panini. Also Marvel-Comics sind alle von Panini, DC-Comics sind alle von Panini. Okay. Ansonsten haben wir hier oben noch die Walking Dead stehen. Und hier sind wir von andere Verlagen. Die gibt es auch noch. Genau. Das ist jetzt halt dann, das sind halt so Klassiker, Graphic Novels von Splitter Verlag, ein paar Titel. Da sind wir im Moment noch bei einer recht kleinen Auswahl, weil wir, wie gesagt, das jetzt halt erst angefangen haben, seit wir hier sind. Und schauen wir mal, wie das läuft. Wenn Kunden Interesse daran haben, können sie uns halt immer ansprechen, dass wir da unser Settlement dann noch erweitern. Gibt es auch englische Mangas oder Comics? Also führen wir so nicht. Wir können halt aus der USA beziehen normalerweise. Jetzt wäre der Corona-Krise ganz schwierig, halt an die US-Sachen ranzukommen. Da kommt oft nur die Hälfte von dem, was man überhaupt bestellt. Mhm. Und ja, das machen wir aber halt wirklich nur auf Kundenwunsch und nicht jetzt einfach so direkt, dass wir uns das hier hinstellen, dass die Nachfrage leider bei uns zu gering. Okay, also macht ihr eher nicht so? Genau, so das haben wir halt wirklich nur auf Kundenwunsch. Wir haben ein paar Kunden, die halt ihre US-Sachen regelmäßig beziehen, wo sie sagen, ich habe ein Abo bei euch und kriege dann jeden Monat mein Heft oder so. Genau, das geht. Aber dass wir die halt hier in den Verkauf ausstellen, das machen wir nicht. Ja, wo wir gerade schon dabei sind, bei Abos, was wird am meisten gekauft? Am allermeisten. Also, tatsächlich ist das sehr regional abhängig. Also hier in Recklinghausen ist auf einmal ein großer Run auf Tokyo Ghoul und Attack on Titan. Ach so, die blieben. das war natürlich zu seiner Zeit, wo die neu rauskam, auch schon so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, in Recklinghausen gab es einfach zu lange keinen Manga-Laden oder so. Und tatsächlich wurde hier dann diese Reihen wurden dann komplett neu nochmal gekauft. Ja. In Gelsenkirchen war das Thema schon fast durch. Ja. Und hier lief das dann auf einmal wieder, als wäre es diesen Manga vorher nicht gegeben. Aber jetzt gibt es. Ja, genau. Jetzt gibt es halt wieder Laden hier. Dank euch gibt es jetzt. Ja, genau. Ich finde das auch ganz gut. Ja. Krass. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Tokyo Ghoul und so was weiter. Was gut läuft, genau. Ja. Ja, My Hero Academia, das ist natürlich so ein Dauerseller, ne? Oder was haben wir hier jetzt speziell nochmal in Recklinghausen? Also das sind so die Reihen, wo die aufgefallen sind. Ganz läuft bei uns ziemlich gut. Mhm. Tatsächlich, wir haben viele Kunden, die halt auch wirklich so auf diese Erwachsenen-Mangas stehen, ne? Mhm. Also wirklich mehr so Slice-of-Life-Stories oder halt
wirklich so mal so mal Geschichten, die halt schon ein bisschen anspruchsvoller sind, so der erwachsene Leser halt, oder vielleicht auch der Leser, der gar nicht unbedingt Comics, also sonst eher Comics liest und weniger Mangas. Mhm. So, da haben wir halt auch einige Kunden von, die dann halt wirklich so diesen Anspruch dann suchen an, ja, sag mal, psychologischen Hintergrund oder so, oder Thriller-Geschichten. Also da haben wir dann tatsächlich hier eine recht hohe Nachfrage nach. Und bist du auch ein Manga-Fan? Ja, also dadurch kam das Ganze. Ach so. Ich habe seit Teenager-Alter Mangas gelesen. Ah, interessant, das ist auch interessant. Ja, und bin dann halt durch, sag mal, eigentlich einen Zufall in die Ausbildung in einem Comicladen gekommen. Hab dort meine Lehre gemacht, hab danach in einem anderen Comicladen eine Filiale geleitet, 7 Jahre lang. Und dann meinen eigenen gemacht. Wow. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ja, wenn ich jetzt dann rechne, 14, 16, 17 Jahre. Ein Manga-Shop. Also seit 17 Jahren arbeite ich in der Branche. Wow. Also als Hobby und dann zum genau. Geschäft. Wow, das ist schon eine krasse Sache. Mit dem Lesen, muss ich leider sagen, ist sehr gesunken, das Zeitlimit dafür. Also umso mehr ich damit gearbeitet habe, umso weniger Zeit hatte ich, um selber dann das Hobby auszuleben. Ja. Also ich versuch's gerade wieder da aufzuholen, so nach und nach. Ja. Aber also ich lese halt immer noch, aber halt nicht bei weitem nicht mehr so viel, wie es früher konnte. Was hast du denn gelesen oder was? Also ich selber bin ja so der Romance- und Mystery-Leser. Ja, kann ich mir vorstellen. Slice of Life halt auch so, klar, so diese ganzen Girls-Mangas und sowas, ne? Das war so damals dann so die Zeit, das lese ich halt immer noch gerne. Aber jetzt achte ich halt mehr darauf, dass vielleicht die Protagonistinnen auch älter sind und das alles nicht nur in der Schule spielt zum Beispiel. Lese aber halt auch echt gerne, also was ich auch so diese Erwachsenen-Mangas lese ich sehr gerne, wenn halt ein bisschen mehr Anspruch in der Story ist oder psychologische Hintergründe. Ja, ansonsten Marvel lese ich selber dann jetzt nicht unbedingt, da gucke ich aber unheimlich gerne die Filme. Also die Storys interessieren mich sehr, lese es aber jetzt als Comic. Geht's mir genauso. Ja. Schau mir lieber die Filme als die Comics. Ja gut, also mich würden die Comics auch interessieren, aber ich habe einfach nicht das Zeitpensum, um alles zu lesen, was ich lesen möchte. Ja. Kenne ich. Ne? Ja, ansonsten. Ja. Trading Card Games haben wir dann die andere Richtung. Ja, lass mal schauen, wo die sind. Genau. Ja, gut. Das Merchandise haben wir natürlich dann auch entsprechend zu Comics und Mangas. Ne? Dann haben wir halt Trading Card Games. Das begrenzt sich jetzt bei uns auf Yu-Gi-Oh!, Magic und Pokémon. Pokémon haben wir auch noch einen Teil da vorne stehen. Die sind etwas größer, die passen hier nicht rein. Und Turniere veranstalten wir normalerweise außerhalb von Corona halt für Yu-Gi-Oh! Und für Magic. Und da haben wir eigentlich jeden Abend hier Events, wo die Leute in unserer oberen Etage dann spielen können. Ist aber im Moment halt leider nicht möglich. Ja, ist geschlossen, kann ich verstehen. Genau. Ja, also ihr verkauft Yu-Gi-Oh!, Magic, was gibt's noch an Kartenspielen? Ja, wie gesagt, Pokémon haben wir halt auch noch. Mehr haben wir jetzt so im Sortiment nicht. Es kommen halt immer wieder mal Trading Card Games dazu. Die versuchen. Hallo. Wir haben übrigens auch einen DPD-Shop, also bei uns geben Kunden ein Paket ab oder holen sie ab. So zwischendurch versucht halt, wie gesagt, mal ein Trading Card Game. Wir hatten eine Zeit lang auch Force of Will, haben damit auch Turniere gemacht. Das hat sich leider dann nicht auf Dauer durchgesetzt. Keyforge hatten wir, aber jetzt keine Turniere dafür. Ja, jetzt versuchen wir es mal mit Digimon nächstes Jahr. Okay. Also das ist jetzt angekündigt, da war halt da fahren. Jetzt gucken wir mal mit Digimon, ob wir da einsteigen. Es gibt auch Dragon Ball Karten. Das haben wir tatsächlich nicht, das Spiel. Da war zu wenig Nachfrage, Merchandise, also Zubehör dafür. Komischerweise geht ganz gut bei uns. Also die Matten und die Hüllen und sowas werden halt für andere Spiele gerne benutzt. Aber die Karten laufen bei uns jetzt nicht so gut. Mhm. Okay. Ja. Dann schauen wir uns doch lieber da vorne, erstmal hier. Das ist halt dann jetzt Zubehör für Magic und Yu-Gi-Oh! Auch. So Kartenhüllen, Spielmatten, Deckboxen oder hier halt die Binder, ne, für die Kartenaufbewahrung oder zum Schutz der Karten halt beim Spielen. Okay. Ja, genauso haben wir dann in den Vitrinen nochmal Zubehör. Auch wieder für Spieler. Auch für Trading Card Games, genau. Okay. Ja. Interessiert euch noch. Da vorne sind auch noch Figuren, habe ich da gesehen. Da sind auch noch Figuren, genau. Das meiste haben wir jetzt im Schaufenster stehen. Das ist unsere Figurenausgabe. Hier ist halt der Comic-Bereich und auf der Seite ist der Manga-Bereich. Finde ich ganz nice, dass manche Geschäfte sowas haben. Was ich interessant finde, ist dann halt dieses Second-Hand-Bereich. Da gibt es halt ältere Sachen. Die Möglichkeit, halt gerade im Comic-Bereich mal günstiger dran zu kommen, weil ja sonst alles preisgebunden ist. Hm. Na, deswegen fand ich den Second-Hand-Bereich auch ganz wichtig.
Gut, im Moment passen wir so ein bisschen auf unser Geld lassen, aber grundsätzlich kaufen wir halt Mangas an. Und beim Comic-Bereich ist da tatsächlich bei uns nicht so eine Nachfrage. Beim Manga-Bereich, Secondhand, da guckt immer wieder jemand. Okay. Gibt es hier sonst irgendwie Animes? Nee, DVDs machen wir nicht. Tatsächlich ist es so, dass große Märkte, so Multimedia-Geschäfte oder sowas, die Sachen halt zu unseren Einkaufspreisen oft verkaufen. Oh. Dementsprechend macht das halt wenig Sinn. Und da der digitale Markt jetzt nochmal mehr ins Internet geht, ja, machen DVDs jetzt nicht so viel Sinn. Gut. Dafür sind sie sehr teuer und werden zu wenig. Da gebe ich dir recht. Da schauen die meisten immer auf Netflix oder Amazon. Genau. Es gibt einfach mittlerweile so viele Streaming-Möglichkeiten, wo man sich das alles angucken kann. Deswegen, wenn man möchte, klar, ich bestelle gerne eine DVD, sobald ich drankomme, wenn der Preis dann halt auch passt. Also manche Sachen kann ich mit Amazon auch mithalten oder so. Dann mache ich das. Ne? So, okay. Dann bestelle ich das gerne mit. Gibt dann ja so Leute, die sagen so, nee, ich möchte nicht bei Amazon kaufen, deswegen gerne. Aber so grundsätzlich stellen wir die jetzt hier nicht hin oder so und haben eine Masse davon, wovon vielleicht einmal im Jahr jemand was kauft. Ja. Gibt es sonst, was du mir noch zeigen kannst oder für die Leute, die jetzt gerade schauen? Was Besonderes, was ich noch zeigen kann. Das ist mich jetzt auf dem kalten Fuß, also echt auf dem falschen Fuß erwischt. Total unvorbereitet. was bei uns zum Beispiel echt tatsächlich ein guter Verkaufsschlager sind die Poster. Mhm. Ich weiß nicht warum, ich glaube Recklinghausen hat viele leere Wände. Tatsächlich, seit wir hier sind, verkaufen wir Poster ohne Ende. Haben wir halt auch verschiedene Auswahl an Comic und Manga. Und die gehen halt wirklich richtig gut hier. Haben jetzt halt auch die passenden Rahmen dazu, weil es halt ein Spezialmaß ist. Und ja, das ist tatsächlich so der absolute Verkaufsschlager hier geworden. Poster gehen eigentlich jeden Tag. Das muss sein, ne? Poster. Ja. Ich glaube, Recklinghausen hat viele, viele freie Wände. Ja. Das war in Gelsenkirchen wohl nicht so. Und ich finde, das ist richtig cool. Also die Poster sehen richtig cool aus. Guck mal, sag mal. Von My Hero Academia, von Dragon Ball, das gibt es nirgendwo, glaube ich. Das ist sehr, sehr selten, gehe ich davon aus. Insbesondere dieses Poster von Dragon Ball, das sieht ja richtig stark aus. Deswegen, also die Poster, die sind hier wirklich super. Und die kosten 7,99 Euro jeweils. Jeweils, genau. Ja, wir haben halt ein Angebot gemacht mit dem Bilderrahmen. Da kostet der Rahmen eigentlich 24. Für 30 kriegt man halt das Poster in den Rahmen. Also wenn ich jetzt so ein großes Zimmer hätte, dann würde ich alles auf einmal nehmen. Ja, genau, das ist der Punkt. Dann, das haben die meisten. Dann sieht es bei mir richtig schick aus. Ja. Guck mal, von Jojo. Genau, was ich noch zeigen kann. Ja. Was bei uns vielleicht was ist. Ich weiß nicht, ob das andere Kollegen auch so machen. Ich kenne es von manchen. Das ist das Comic Shop Abo. Das bieten wir halt unseren Kunden an, dass wenn die ihre Reihen sammeln, dass die jeden Monat, wenn die neuen davon rauskommen, die bei uns sammeln können. Das heißt, man verpasst nichts. So, man kommt ja oft in den Laden, hey, ich möchte den neuen Band von sowieso. Ist aber nicht mehr da, schon ausverkauft. Das passiert nicht. Na? Wir sammeln die Sachen, wir benachrichtigen die Leute, wenn da Sachen kommen. Also auf Wunsch natürlich nur. Und auf Wunsch schicken wir die Sachen auch zu. Hm. Also, ne, es wird einfach alles durchgeführt. Also du kommst dann einfach per Post. Nur was. Auch per Post? Auch per Post, ja. Oh, auch per Post. Okay. Auch per Post, genau. Und wenn jemand möchte, also im Endeffekt kommst du einfach nur rein und sagst, hey, ich möchte einmal gerne das Fach auf den Namen sowieso lernen. Und dann kriegst du alles gesammelt von uns hingelegt. Cool. Das Einzige ist natürlich, du bindest dich dadurch an uns, ne? Kaufst es nicht woanders, ne? Aber dafür hast du alles auf einen Schlag und weißt, du kriegst es sicher und auch die limitierten Sachen und so werden für dich reserviert. Ja, nice. Das ist sehr, sehr nice. Ich glaube, wir werden durch. Möchtest du irgendwas sagen an deinen Kunden? Ja, was möchte ich an meine Kunden sagen? Also erstmal danke an die, die es schon sind, dass ihr uns unterstützt. Wir freuen uns natürlich immer wieder über neue Kunden, die uns auch in Zukunft unterstützen. Gerade in der aktuellen Zeit ein kleiner Anreiz vielleicht dazu, kauft in eurem lokalen Store generell, wo es auch sei, bei uns natürlich auch gerne. Wir verschicken halt auch gerne, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Facebook, wie ihr möchtet. Und ja, unterstützt auf jeden Fall den lokalen Handel, damit die Läden existieren. Ja, dann vielen Dank fürs Schauen und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Geschäft, wenn es geht. Peace.